Ja, hallo und willkommen bei E-Bike Tom. Ja, meine heutige Tour, die ging von Köpenick zum Sedinsee und ich werde euch dann ein wenig begleiten auf meiner Tour zum schönen Sedinsee. Viel Spaß! Ja, natürlich habe ich die Tour nicht angefangen in Köpenick, sondern wieder an der S- und U-Bahn-Station Wuhletal, aber ich wollte euch nicht erneut die Strecke vom Wuhletal bis nach Köpenick aufzeigen. Somit habe ich dann mich dazu entschlossen, hier einfach nur die Tour euch zu zeigen von Köpenick zum Sedinsee. Ja, und in Köpenick habe ich dann angefangen an der Müggelheimer Straße und die führt ja bekanntlicherweise zum Müggelheimer Damm, wo ich auch jetzt schon angekommen bin. Und dann geht der Müggelheimer Damm ja ein ganzes weites Stück nach Müggelheim. Und ja, wir hatten es an dem Tag sehr sonnige, angenehme 25 Grad. Und dann ging die Fahrt dann erstmal über den Müggelheimer Damm nach Müggelheim. Ja, hier sind wir jetzt auf dem Stück des Müggelheimer Damms. Parallel links von uns wäre dann der große Müggelsee. Und das Stück, das zieht sich ja, das kennt ihr ja noch von meinen anderen Videos. Das sind so circa, ja, 6, 7, ich glaube 8 Kilometer bis Müggelheim. Und immer nur geradeaus. Ja, ein sehr schönes Waldgebiet. Und bei dem traumhaften Wetter einfach nur schön. Ja, das ist übrigens auch mein erster Versuch, hier ein Video komplett nachzusynchronisieren, weil ich während der Fahrt kein Mikrofon nutzen wollte. Ich hatte einfach keine Lust dazu und habe mir gedacht, okay, dann mache ich es so, ich mache jetzt nur die Aufnahmen und dann, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich das Ganze dann halt dementsprechend nachsynchronisieren. Deswegen verzeiht mir hier die ein oder anderen Schnitzer. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich ein Video komplett nackt synchronisiere und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ja, und dann kam ich auch hier dann in Müggelheim endlich an und hier hatte ich auch meine erste Rast geplant. Ja, Müggelheim ist jetzt kein besonderer Ort, um großartig zu verweilen. Aber wenn man hier Touren plant, die durch Müggelheim führen und man kommt schon, wie ich jetzt weiter weg her, dann macht es hier Sinn, einen Zwischenstopp zu machen. Hier gibt es einen Lidl, hier gibt es einen Aldi. Da kann man auch, wenn man dann jetzt über die Woche eine Tour plant, hier dann noch Einkäufe tätigen. Oder wie ich dann dementsprechend hier vorne auf der rechten Seite. Meine Planung war gewesen, dort bei dem Imbiss dann einzukehren. Der existiert leider nicht mehr. Der hat komplett zugemacht, was sehr schade war. Und dann musste ich mir natürlich überlegen, wo ich dann meine Rast mache, die eigentlich an der Stelle geplant war. Und mir blieb da nichts anderes weiter übrig, als erstmal weiter geradeaus zu fahren, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwo einen Imbiss finde, wo ich dann auch zu Mittag essen konnte, weil ich mir nichts mitgenommen hatte. Ja, allzu lange musste ich da nicht suchen, weil ein paar hundert Meter weiter in Müggelheim gab es dann doch einen Imbiss, wo ich dann schnell mal was zum Mittag essen konnte. Und hatte dort dann meine Rast gemacht. Ja, dann ging es auch schon direkt weiter, weil direkt gegenüber dieses Imbisses ist der, ja, Bootsanleger oder ein kleiner Yachthafen, wenn man so will, von der großen Krampe. Das ist ein Nebenfluss der Dahme oder ein Nebenarm der Dahme, besser gesagt. Und da könnt ihr das jetzt erkennen. Dieser kleine Yachthafen der großen Krampe.
jetzt wollte ich aber auch hier auch nicht weiter verweilen, weil ich hatte ja gerade erst meine Rast gemacht und dann ging es auch direkt schon wieder weiter Richtung Gosen und dann natürlich hier über die Gosener Landstraße. Ja, und dann ein paar hundert Meter hier auf der Gosener Landstraße weiter bemerkte ich dann, als die Kamera aus war, dass ein Fußgänger bzw. ein Fahrrad schob und ich mir schon dachte, oh, der hat bestimmt einen Platten und so war es auch gewesen. Ich hatte dann meine Hilfe angeboten, dem jungen Mann seinen Vorderreifen zu flicken bzw. er hatte einen Ersatzschlauch dabei und dann haben wir mal schnell seinen Vorderreifen repariert, so dass er dann weiterfahren konnte. Er war mir da sehr, sehr dankbar und hatte auch schon dann am gleichen Tag noch unter einem meiner Videos sich dafür bedankt, dass ich ihm da geholfen hatte. Ja, und dann ging auch die Tour ja schon wieder weiter über die Gosener Landstraße, über Gosen. Was ich jetzt bei der Hinfahrt nicht gefilmt hatte, kam ich auch direkt dann an am Sediner See. Ja, das war der erste Platz, den ich da gefunden hatte. Der war so nicht eingeplant. Das habe ich dann auf Komoot schnell bemerkt und habe dann nur kurz verweilt und bin dann zu dem eigentlichen Punkt gefahren, den ich auch ansteuern wollte. Und zwar, ich sag mal, die Landzunge, die ich auf Komoot geplant hatte. Die war halt circa 500 Meter noch weiter, ganz am Ende des Fahrradweges oder Waldweges. Und da kommen wir auch gerade an. Hier ist das Verbindungsstück zwischen dem Sedinsee und dem Oder-Spree-Kanal. Und ja, als erstes habe ich natürlich dann meine Kamera gepackt und wollte dann auch hier Fotos machen für Komoot. Da dokumentiere ich ja auch immer meine Touren. Und da gibt es einen schönen Gedenkstein, den ich zeige ich euch gleich auch nochmal, wo ich mir erstmal ein Foto von gemacht habe. Ja, ein traumhafter, schöner See, der Sediensee. Ich finde auch, dass das Wasser vom Sediensee eine richtig schöne bläuliche Färbung hat gegenüber anderen Seen. Weil nicht jeder See hat so eine schöne bläuliche Färbung. Ja, da werde ich noch ein paar Fotos gerade machen. Und habe dann erstmal den schönen Ausblick genossen. So, jetzt hat sich meine Kamera auch mal geholt, weil ich habe die ganze Tour ja mit der Insta 360 X3 gefilmt. Hier hatte ich leider nur meinen Selfie-Stick vergessen. Das ist der Oder-Spree-Kanal. Da ist der Sediensee. Ja, und hier nochmal so ein Gedenkstein. Und dann ging es auch wieder zurück über Gosen. Dann zu meinem nächsten Ziel. Ja, auch hier wieder dann zurück über die Gosener Landstraße Richtung Müggelheim. Ja, ist ein richtig, richtig tolles Waldgebiet. Hier war es jetzt ein Stück Schotterweg und dann geht es aber wieder über einen guten Radweg zurück. Ja, hier in Müggelheim an der Tankstelle hatte ich da einen Fahrradfahrer bemerkt, der da saß. Ich habe erst gedacht, das ist der Fahrradfahrer, dem ich geholfen habe, der hier vielleicht nicht weiterkam. Aber habe dann gemerkt, dass es nicht dieser Fahrradfahrer gewesen ist, dem ich geholfen habe, sondern einfach nur, ja, ein Fahrradfahrer, der halt da sein Päuschen gemacht hat. Und dann bin ich halt wieder beruhigt weitergefahren Richtung Großen Mögelsee. Ja, und hier haben wir Müggelheim hinter uns gelassen und sind jetzt auf der Straße zum Müggelhort und sprich
zum Richtung Rübezahl. Dem einen oder anderen wird es was sagen. Das ist ein Ausflugslokal direkt am großen Müggelsee gelegen. Da sind wir auch schon angekommen. Ist halt gerade an schönen Tagen immer sehr überfüllt. Und ist nicht kein direkter Tipp von mir, weil die Preise sind einfach zu teuer. Ja, und dann ging es auch hier über die Müggelsee-Promenade dann weiter. Ich bin hier extra dieses Stück gefahren, weil ich an einer bestimmten Stelle noch versucht habe, eine Kachel von meinem Tyler-Hunting zu erreichen, was leider nicht funktioniert hat. So viel kann ich schon mal verraten. Aber die Hoffnung war gewesen, weil laut Karte müsste man hier nur ein bisschen am Ufer rumspazieren und hat dann auch die Kachel dementsprechend erwischt. Hat leider nicht funktioniert. Ja, und dann ging es wieder über die Müggelsee-Promenade nach Köpenick. Und hier komme ich nun gerade an am Spreetunnel. Das ist ein Verbindungsstück. Dann braucht man keinen großen Umweg zu fahren. Muss aber dann, so wie ich, sein E-Bike hier über so eine Rinne, sage ich jetzt mal, dann runter und auch später wieder raufschieben. Ja, mit der Anfahrhilfe hatte ich es versucht, bin aber immer mit den Pedalen hängen geblieben, weil die Pedale bei meiner Anfahrhilfe sich drehen. Und da man das Fahrrad so ein bisschen schräg halten musste, kommt man mit den Pedalen immer an die Treppenstufen. War übrigens sehr angenehm kühl unten in dem Spreetunnel. Und da geht es wieder hoch und das war sehr anstrengend. Da war ich auch gut am Schnaufen. Ja, hier sind wir angekommen jetzt am Müggelpark. Und das ist auch schon der letzte Teil meiner Reise. Hier am Müggelpark habe ich mir dann bei einem Pavillon erstmal ein frisches Getränk geholt. Sprich Bierchen und eine leckere Currywurst bzw. Bratwurst. Und ja, habe mich einfach gefreut über die schöne Tour, die ich gemacht habe. Und mich dann hier erstmal noch mal ein bisschen ausgeruht, weil von hier aus bis nach S- und U-Bahn-Station Rudelstadt ist ja nicht weit. Und ja, wenn euch mein Video zum Sedinsee gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auch wenn ihr natürlich hier einen netten Kommentar hinterlegt. Und ja, wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal. Ja, um keine weiteren Tourentipps von E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.